Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es mal um Fukushima. Natürlich um den Atomunfall, den Reaktorunfall in dem Kernkraftwerk in Fukushima aus dem Jahr 2011. Warum kommt das Video genau jetzt? Dieser Unfall ist am 11. März 2011 stattgefunden und dieses Video kommt dementsprechend am 11. März 2020 heraus. Was ist damals genau passiert? Wir hatten am 11. März 2011 ein ziemlich starkes Erdbeben vor der Küste von Japan. Das ist auf der Richterskala, auf dieser Bewertungsskala für die Stärke von Erdbeben auf der Stufe 9 gewesen. Das ist die vorletzte Stufe zur Einschätzung der Stärke von Erdbeben. Das ist also wirklich ein katastrophales Erdbeben gewesen, welches eben einen enormen Tsunami auf dem Meer, auf dem Pazifik in Richtung unter anderem Japan hervorgerufen hat. Und ihr könnt dann hier auf diesem Bildschirm mal sehen, was ich hier einblende, dass das Kernkraftwerk Fukushima relativ nah am Wasser gebaut ist, nämlich ziemlich unmittelbar in der Nähe der Küste. Und dementsprechend natürlich dieser Tsunami auch unmittelbare Auswirkungen auf dieses Kernkraftwerk hatte. Dieses Foto kommt vom den Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. Die Luftaufnahmen, die ich dann auch hier im weiteren Verlauf noch zeigen werde, die sind dann also ziemlich offiziell und zeigen eben, was da passiert ist. Jedenfalls dieses Erdbeben hat diesen Tsunami ausgelöst. Der Tsunami traf dann Japan, hat direkt einfach durch die Wassermassen knapp 20.000 Tote verursacht und eben auch das Kraftwerk erreicht. Und was ist da passiert? Es ist tatsächlich natürlich zu Überschwemmung innerhalb des Gebäudes dann auch gekommen und dadurch kam es zu einem Stromausfall im Kernkraftwerk. Und was bedeutet das? Wenn im Kernkraftwerk der Strom ausfällt, dann fallen natürlich auch verschiedene Anlagen aus, unter anderem eben auch Anlagen zur Druckverminderung, zum Druckabbau, Ventile und ähnliches, aber eben auch die Kühlung ist dort ausgefallen. Und dann passiert eben genau das, was eben passieren würde, was wir auch in den vorigen Videos dieser Reihe schon mal angesprochen haben. Dann kam es natürlich zur Kernschmelze in diesem Kraftwerk. Erstmal ein bisschen noch was zum Kraftwerk selbst. Was kann man dazu sagen? Fukushima 1 ist übrigens nicht zu verwechseln mit Fukushima 2. Das sind zwei Kraftwerke, die genauso benannt sind. Wir reden hier von Fukushima Daiichi und nicht von dem 12 Kilometer entfernten Fukushima Daini. Jedenfalls handelt es sich dabei um ein Siedewasserreaktor-Kernkraftwerk mit insgesamt sechs Kraftwerksblöcken, sechsmal Siedewasserreaktoren, die eben seit 1971 nach und nach dann in Betrieb gegangen sind, mit jetzt insgesamt zum Schluss hin über 4,5 Gigawatt Nettoleistung, was schon ziemlich groß ist. Tatsächlich war Fukushima Daiichi das größte Kernkraftwerk, oder zumindest eines der größten von Japan, und war aber auch gleichzeitig eines der ältesten von der Betreibergesellschaft TEPCO. Was wir dann gleich auch nochmal im weiteren Verlauf als nicht unbedingt so vorteilhaft sehen werden. Jedenfalls wurden dann nach und nach verschiedene Blöcke in Betrieb genommen. Und ihr könnt hier auf diesem Bild auch wiederum sehen, vier Blöcke stehen relativ nah aneinander und zwei weitere etwas weiter abseits. Und diese vier, die hier direkt nebeneinander stehen, die Blöcke 1 bis 4, auf diesem Foto ist praktisch ganz links Block 4 und dann eben 3, 2, 1. Diese vier wurden von dem Tsunami ziemlich hart getroffen. Und was sich dann eben herausgestellt hat, ist auch in der späteren Betrachtung, dass es dort tatsächlich einige Mängel gab, dass es da Baufehler gab, dass es also diverse Mängel in der Konstruktion gab, die hier tatsächlich auch dafür schlussendlich gesorgt haben, dass diese Kernschmelze in dieser Form zustande kam. Erstmal gab es vor allem den unzureichenden Schutz vor Tsunamis, vor diesen Überschwemmungen, was ein Stück weit wohl auch daran liegt, dass die Bauweise dieses Kraftwerks von GE aus den USA kommt und man in den USA im Regelfall, gerade so im inneren Teil des Kontinents, nicht so viel mit Tsunamis und großen Wassermassen zu tun hat. Und das scheint schon grundsätzlich erstmal eine Grundlage, eine Ursache dafür gewesen zu sein, dass eben hier der Tsunami so einen riesigen Schaden und dann eben auch diese Stromausfälle und damit auch die Kernschmelze hervorrufen konnte.
Und da drin gab es vor allem auch noch Baufehler, wohl am Druckkessel. Das wurde dann später dokumentiert, dass also einer der Ingenieure oder diverse Ingenieure beim Bau schon gesagt haben, hier gab es Konstruktionsfehler, gab es Baufehler, hier gab es Verzerrungen in der Infrastruktur und dementsprechend eine gewisse Gefahr, dass dort also unter großem Druck eben auch Schlimmeres passieren könnte. Und was eben auch noch so ein Dilemma war, dass die Notstromaggregate auf der Seite zum Meer hin im Untergeschoss angebracht waren und dementsprechend bei der Überschwemmung durch den Tsunami mitunter fast als erstes betroffen waren und dann eben auch tatsächlich nicht mehr in der Lage waren, ja praktisch beim Stromausfall schnell wieder zumindest die wichtigsten Systeme zum Erhalt dieses Kraftwerks aufrechtzuerhalten und dementsprechend ist dann die Kette von Ereignissen ausgelöst worden. Die gesamte Kette der Ereignisse könnt ihr übrigens dann unten in der Videobeschreibung euch anklicken. Da ist auf Wikipedia eine Zeitleiste, eine Chronik dieses Kernkraft-Reaktorunfalls zu sehen. Das ist relativ gut auch mit weiteren Links und Quellen versehen. Jedenfalls, was ist im weiteren Verlauf noch passiert, was ziemlich drastisch und krass ist? Es kam dann heraus, dass am 1. März, also 10 Tage vor Fukushima, vor diesem Unfall, vor dem Tsunami, die Aufsichtsbehörde, die Atomaufsichtsbehörde aus Japan, die NISA, die Betreibergesellschaft TEPCO angewiesen hat, jetzt endlich mal Mängel und vor allem Kontrollfehler, die seit über 11 Jahren zuletzt wohl dort passiert sind, nachzuholen und nachzubessern und jetzt endlich mal da eine ordentliche Kontrolle durchzuführen, die eben unter anderem mehrere Dutzend essentieller Anlagen des Kernkraftwerks betroffen hat, unter anderem eben auch Temperaturkontrollventile, die eben für die Druckkontrolle ganz wichtig sind, Generatoren für eben die Notstromaggregate und aber auch Kühlpumpen, natürlich für die Kühlung der gesamten Anlage. Dass also dort die Kontrolle, die Wartung wohl mangelhaft war, über Jahre, Jahrzehnte hinweg sogar schlussendlich, und dass das eben von der Aufsichtsbehörde angewiesen wurde an die Betreibergesellschaft, jetzt kümmert euch endlich drum, macht das jetzt mal, aber 10 Tage später kam der Tsunami und dann war es schon zu spät. Ihr werdet dann jetzt hier nochmal ein Bild sehen, wo praktisch der Schaden zu sehen ist an genau diesen 4 Kernkraftblöcken, die ich hier vorhin mal erwähnt habe, die direkt nebeneinander stehen. Die haben den größten Schaden abbekommen. Das war also zu spät. Und Ende 2017 hat dann auch tatsächlich ein oberes Gericht aus Japan festgestellt, dass sowohl der Staat als auch TEPCO, die Betreibergesellschaft, hier deutliche Mitschuld an diesem großen Desaster tragen, was ja unter anderem nicht nur. Was ja unter anderem auch wirklich hunderte verstrahlte Mitarbeiter dieses Kernkraftwerks und vor allem der nachher kommenden Arbeiten hervorgebracht hat, sondern eben auch die Evakuierung von über 80.000 Menschen, dort auch noch eine unbekannte Auswirkung durch die Strahlung und vor allem eine hohe Kontamination auch der Umwelt, die also dauerhaft dort ziemlich verstrahlt sein wird. Wir haben dort jetzt Geisterstädte direkt nebenan, weil dort einfach bisher immer noch niemand leben kann und das wird auch für eine ganze Weile noch so bleiben. Und schlussendlich kann man eben auch sagen, wie im allerersten Video dieser Reihe erwähnt, gibt es ja diese INES-Skala für die Einschätzung der Härte und der Drastigkeit praktisch eines Unfalls. Und Fukushima ist dort auf Stufe 7, das ist die höchste Stufe, das ist der katastrophale Unfall. Und dementsprechend ist Fukushima eine der schlimmsten Ereignisse in der Geschichte von Kernkraftwerken, vergleichbar mit Tschernobyl. Und ja, wird dementsprechend in die Geschichtsbücher eingehen. Heute am 11. März, vor 9 Jahren, ist das praktisch passiert. Und ja, es ist halt einfach nur dramatisch, dass es tatsächlich ja vorher Anzeichen dafür gab, dass dort Leute schon gesagt haben, hier gab es Probleme, dass diese Hinweise auch von den Aufsichtsbehörden kamen, aber eben alles dann doch am Ende zu spät war und dort dieser riesige Unfall geschehen ist. Soweit zu Fukushima. In dieser Reihe werden weitere Videos noch kommen, unter anderem natürlich zu Tschernobyl, aber auch noch zum Kyschtym-Unfall. Und dann werden wir mal noch weiter dann in die Funktionsweise von Kernkraftwerken reingehen und schauen, was dort noch so beachtet werden muss. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen dazu, dann schreibt ihr unten in die Kommentare. Und ansonsten liked bitte das Video und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und hier verlinke ich euch noch die beiden ersten Videos zu einerseits der INES-Skala und zu Harrisburg, Three Mile Island, dem ersten richtig großen Unfall, der damals auch in den USA passiert ist, aber zum Glück keine größeren Auswirkungen auf die Umwelt hatte. Ja, soweit erstmal dazu. Bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.